Taxikontrolleur Dieter Latusek in seinem Element. Du mich auch, da du das nicht weißt. Das hier nicht ich stehe jetzt seit 20 Minuten hier. So sieht das doch gut aus. Ne? Da kannst du auch drüber mit dem. So einfach ist das, wenn man ein sauberes Auto haben will. Wir brauchen gar nicht so zu lachen. Würdest du bitte einen Moment den Mund halten? Das wäre lieb. Ja, danke. Das machen wir jetzt. In Düsseldorf sorgt Taxiaufseher Dieter Latusek für Recht und Ordnung. Sein heutiger Fokus liegt auf dem Ankunftsbereich am Flughafen. Die Überprüfung und Kontrolle der Taxis fällt in seinen Aufgabenbereich. Wir fahren jetzt zum Flughafen und da müssen wir nach dem Rechten gucken, ob da alles in Ordnung ist, genug Taxen da stehen, ob die Fahrzeuge in Ordnung sind. Vom Flughafen hat Dieter Latusek die Sondergenehmigung, auf dem Bürgersteig bei den Taxiständen zu halten. So kann er direkt mit seiner Arbeit beginnen. Ich mache das jetzt über 30 Jahre. Mir macht das immer noch Spaß. Der Kontakt zu den Leuten und zu den Fahrern, das mag ich. Morgen. Dieter Latusek sieht schon das erste Problem. Falschparker wie dieser Reisebus blockieren den nachrückenden Linienbusverkehr und die Durchfahrt der Taxis. Sag mal, ein guter Busfahrer, der weiß, dass er an einer Linienbushaltestelle gar nicht halten darf. Die kriegen meistenteils vorne einen Busparkplatzplan und dann sollen die auch durchfahren. Schönen guten Tag. Darf ich fragen, was Sie hier machen? Die Leute da einladen. Nee, dürfen Sie nicht. Bei Vorjahr waren hier zwei Tote. Die sind um den Bus rumgegangen. Lieber Gott. Fahren Sie bitte weiter jetzt hinten auf dem Busparkplatz. Ja, gut. Da steht Bus-Dus-Terminal. Okay. Ich schicke die Leute darüber. Aber die müssen ja nicht auf die Straße. Die können ja hier einsteigen. Nein, hier darf keiner einsteigen. Hier muss doch niemand über die Straße. Passen Sie auf, fahren Sie bitte zum Bus. Terminal, dann erkläre ich den. Gut. Ja, würden Sie bitte fahren? Ja, mache ich. Gut. Gut, aber ich möchte sehen, wie Sie das erklären. Ja. Gehen Sie bitte zum Busterminal hier runter, 200 Meter, da unten runter, da kommt der Bus hin, ja? Warum nicht? Wir brauchen gar nicht so zu lachen. Ich lache. Wir könnten auch hingehen, Darf ich nicht mit meinen Gästen lachen? Die dürfen dann. Ja, aber dann würden Sie jetzt bitte fahren? Ich habe Ihnen jetzt das dritte Mal gemacht. Ja, dann fahren Sie bitte. Mach ich doch jetzt. Ja. Bis gleich. Geradeaus zum Busterminal. Sie nirgendwo abbiegen. Ja. Hier sind schon mal dem Busspiegel abgefahren worden und dann Leute unterm Auto gekommen. Ne? Und deshalb darf hier vorne keiner aufnehmen. Weil die Leute, wenn die Koffer haben, dann gehen die um die Ecke, über die Straße. Und dann achten die nicht darauf, wenn hier ein anderer Bus vorbeikommt. Ne? Und waren schon böse Unfälle deshalb gewesen. Und deshalb dürfen wir die auch wegschicken hier. Ne? Okay. Also ich habe jetzt nur verstanden, die Leute dürfen nicht über die Straße auf der Seite in den Bus rein. Aber das hätten die Leute gar nicht gemusst. Jeder Busfahrer sieht, dass hier ein Linienbus ist. Ich habe gerade mit den Herren gesprochen, die mich hier gefilmt haben. Würden Sie bitte einen Moment den Mund halten? Das wäre lieb. Ja, danke. Das machen wir jetzt. Das war recht unverschämt von dem. Und ich dachte, im Flughafen hat auch Bescheid. Und je nachdem würden die auch danach handeln. Ne? Meine Gäste hätten hier einsteigen können. Da hätte niemand um den Bus laufen müssen und die Straße überqueren müssen. Ich verstehe nicht, warum das jetzt hier nicht funktioniert hat. Die Gäste müssen jetzt da vorne hin und wären schon im Bus gewesen. Dieter Latusek fotografiert zur Beweisführung das Kennzeichen des Falschparkers. Der hat sich wahrscheinlich geweigert, weil er meinte, er wäre vielleicht was Besseres. Für sein Fehlverhalten droht dem Busfahrer jetzt ein zweiwöchiges Flughafenverbot. Am Taxistand stehen ungeduldige Fahrgäste. Der Grund? Sie müssen warten, denn nicht jedes Taxi ist für eine große Reisegruppe geeignet. Wagen zu organisieren gehört auch zu meinen Aufgaben. Wir reagieren darauf, was der Kunde möchte.
Und das sollte auch kamen. Four Peoples, yes. So, jetzt muss ich mal eben einen größeren Wagen holen, der hat viel Gepäck. Warte mal eben da, fahr du hier rein. Fahren Sie mal bitte vor, das sind nur vier Personen, aber die haben so viel Gepäck, ja? Gut, danke. Da wird jetzt ein Großraumwagen benutzt, das sind zwar nur vier Personen, aber die haben so viele große Koffer, die gehen auch im normalen Kombi nicht rein. Auch die nächste Gruppe benötigt viel Stauraum. Mit Dieter Latuseks Hilfe ist schnell ein Großraumtaxi gefunden. Ah, da brauchen wir schon wieder einen Großraumwagen. Ich habe noch zwei kleine Kinder, zwei Kinderwagen. Ja. Werden Sie bitte so nett einen kleinen Moment da warten, ich besorge ihn direkt ein, ja? Doch es sind keine Großraumtaxis da. Ich rufe mal drüben den Kollegen an, ob der da noch einen Großraumwagen hat. Hast du da einen Großraumwagen da drüben stehen? Wir kennen auch keinen mehr. Ja gut. Alles klar, danke. Tschö. Ja, der Kollege drüben an dem anderen Halteplatz hat auch keinen. Wenn wir Glück haben, haben wir den jetzt hier. Kollege, hast du Kindersitze drin? Kindersitz 1? Zwei Stufen, nee, eins habe ich keinen. Ja, ich weiß ja nicht, wie groß die Kinder sind. Der Herr, der ist gerade verschüttet. Nee, ich muss mal einen Moment fragen. Hast du Sekunde? Den kannst du ruhig stoppen lassen. Wie alt sind die Kinder? Wie groß? Wie schwer? 6 Jahre. 2 Jahre. Geht der Zweijährige schon auf dem Kindersitz Klasse 2 oder? Ja, nur eine Erhöhung braucht er. Nur eine Erhöhung. Jetzt ist er durchgefahren. Müssen wir mal eben auf den nächsten warten. Der Großraumwagen, der ist, weil der Bus nicht durchkam, ist der weitergefahren. Jetzt warte ich auf den nächsten Großraumwagen, da kommt schon einer. Hast du Kindersitze drin? Eins und zwei. Ja, bleib stehen. Ich hole den Herrn hier rüber. Ja? Ich habe jede Menge Koffer. So, jetzt haben wir Gott sei Dank einen gekriegt. Ja, kommen Sie da rum. Wo sind die Kinder denn? Damit es schneller geht, packt Dieter Latusek mit an. Das sind zwei Kinder, der hat gesagt, die Erhöhung reicht. Ja? Also ja, hat der Mann, der Vater gesagt. Kriegst du hin, ne? Mach das. Viel Spaß. Ein Problem gelöst, schon wartet das nächste. Ein aufgebrachter Familienvater wartet seit einer Viertelstunde auf ein geeignetes Fahrzeug für seine Familie. Wieder ein Großraumtaxi. Moment. Ja, Kind. Ich muss ja erst mal mit ihm sprechen. Ja, ja. Haben wir gerade ein Problem, wir brauchen mal mehrere mit Kindersitze. Trotz Unhöflichkeiten bleibt Dieter Latusek ruhig. Hast du Kindersitz 1 und 2? Ich hab nur 2. Einen. 2 Zweier. Der hat leider keinen Kindersitz 1. Das ist immer 20 Minuten. Ja, weiß ich leider. Ja, ist so. Moment. Hast du einen Kindersitz 1 dabei? Nimm die bitte mit. Nee. Fahr da mal hier vorne rein. Hier links rein. So, kommen Sie bitte. Waren vielleicht jetzt 4-5 Minuten. Im Grunde genommen haben wir sehr viele Großraumwagen. Also ich
kann leider die Situation nicht einschätzen von dem Herrn. Ne? Wir haben jetzt hier ruckzuck 4 Großraumwagen beladen und auch mit den richtigen Sitzen deshalb. Naja, aber manche Leute sind ebenso verärgert. So Kunden hat man auch schon. Nach seinen Hilfsaktionen mit den Großraumtaxis kann er jetzt seiner eigentlichen Tätigkeit nachgehen. Der Kontrolle der Taxis auf Sauberkeit. Dieter Latusek entdeckt ein besonders schmutziges Fahrzeug. Das verstehe ich auch nicht. Da ist einer mit dem Rad gegengefahren. Warum das nicht sauber gemacht wird? Scheuermilch. Habe ich ja schon gehört. Nein, Scheuermilch drauf, ist das sofort weg. Soll ich dir das zeigen? Ja, wo hast du denn solche Milch? Ja, kann ich dir zeigen, das geht ganz schnell. Als gutes Vorbild für die Taxifahrer hat Dieter Latusek immer das geeignete Putzzeug dabei und ist sich nicht zu fein, selbst Hand anzulegen. Ich will dem Fahrer nur mal zeigen, wie so ein Auto ganz schnell sauber gemacht wird und dass man nicht mit so einem dreckigen Auto fährt. So, pass mal auf, das da drauf, komm hier also auch was, oh Entschuldigung. Hier hast du noch was drauf, hey, hier nimm das mal, der Tuch. Nimm das Tuch, drücken etwas. Das ist ganz normale Scheuermilch, damit geht das alles weg. Ob das Folienauto ist oder ist so ein kleiner Geheimtipp, aber man sieht doch, das Auto sieht direkt dreimal besser aus. Und schon ist das Taxi einsatzbereit, um den nächsten Fahrgast aufzunehmen. Danke dir. Bitte schön, der Herr. So einfach ist das, wenn man ein sauberes Auto haben will. Nur manche Fahrer sind echt zu faul dafür. Und jetzt machen sie, weil ich ihnen das gesagt habe. Die sagen, Alter, das geht nicht ab. Es geht aber ab. Das ist kein Problem. So was darunter zu machen. Das kostet 98 Cent. So was hat auch jemand. Zur Feuchtigkeit, wenn er kein Wasser hat, macht man das da drauf und dann sieht das Auto wieder ganz toll aus. Ein ganz einfaches Mittel. Nicht alle Fälle verlaufen so problemlos. Da du das nicht weißt, dass die hier nicht. Minuten, 10 Minuten, was ich stehe jetzt seit 20 Minuten hier.